Also der Anlass für uns war zunächst der 70. Geburtstag, aber bevor der 70. Geburtstag Anlass werden konnte, brauchten wir überhaupt erstmal den Kontakt zu Scorsese. Der kam zustande mit unserer Storyboard-Ausstellung vor 2 Jahren. Scorsese zählt ja zu denen, wir sehen hier eins im Hintergrund, Regisseuren, die bis heute Storyboards selber zeichnen für seine Filme. Und so kam der Kontakt zustande und dann haben wir natürlich nicht nur Storyboards gesehen bei der Auswahl, sondern konnten einen Blick werfen in diesen Archivraum in New York und waren sofort Feuer und Flamme und wussten, ein Regisseur von diesem Kaliber, der diese Sammlung aus seinen eigenen Filmen angelegt hat, dem müssen wir eine Ausstellung widmen und wir haben es versucht und so ist es zustande gekommen. So sehr beiläufig gut erzählt. Also es ist jetzt ja nicht so, dass der jetzt irgendwie sein Leben hat. Listen, you fuckers, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the cunts, the dogs, the filth, the shit. Here is someone who stood up. Also wir haben uns ein bisschen auch inspirieren lassen, natürlich. Das tun Sie immer. Wenn Sie eine Ausstellung machen, gucken Sie sich das Material an. Und daraus ergab sich für uns, keine chronologische Ausstellung zu konzipieren, sondern eine thematische. Das heißt, wir haben bestimmte Schwerpunkte ausgesucht und da widmen wir uns zum einen den Figurenkonstellationen in Scorseses Filmen und zum anderen dem Ort. Das ist in diesem Falle für uns vor allen Dingen New York, da ist er auch aufgewachsen und geboren worden. Und wir widmen uns seinem enormen Engagement für das internationale Kino. Also er ist nicht nur ein großer Cineast, sondern er hat sich auch seit Jahrzehnten für den Erhalt des Weltfilmerbes eingesetzt und für die Restaurierung von Filmen anderer Kollegen. Also Scorsese ist extrem schwierig zu verorten, aber eines bleibt hier mal festzuhalten. Er ist ein Regisseur, der zwischen Amerika und Europa steht. Seine Herkunft, Italian American, macht das schon mal klar und er lebt ja an der Ostküste und eben nicht in Los Angeles in Hollywood. Er hat in Hollywood gearbeitet, er macht auch große Hollywood-übliche Filme, aber er macht eben auch bis heute letztlich immer mal wieder auch die kleineren, eher von europäischen Autorenkino beeinflussten Filme. Und das stellt ihn, finde ich, schon mal heraus. Ja.
Also Scorsese ist für mich, und ich denke, das kann man auch relativ objektiv so darstellen, einer der ganz großen Meister, was das filmische Handwerk angeht. Wir befinden uns hier im Bereich, der über die Komposition seiner Filme ein bisschen was erzählt, also über Kamera, Schnitt und Musik. Und ich kenne wirklich keinen anderen lebenden Regisseur, der mit solcher Akribie, mit solchem Können und Wissen die verschiedenen filmischen Parameter, Gestaltungsebenen so komplex zusammenfügt,